So, meine Lieben, heute das große Hanfprodukte-Testvideo. Wir haben hier zum einen ein Hanfbier, Hanfkiss von Oettinger. Der Biersüffler, bei dem habe ich das schon gesehen, der meinte, das würde nicht so gut schmecken. Wir machen natürlich unsere eigene Meinung, aber ich werde trotzdem das Video mal darunter verlinken, damit ihr einen Vergleich habt. Ansonsten haben wir hier einen Hanftee, nicht auf CBD-Basis. Es ist, also steht auf jeden Fall nicht drauf, dass CBD drin sein soll. Dann haben wir hier von Pickup Leibniz die High Five. Ich finde den Namen schon mal mega geil, High Five. Dann den Protein Power Riegel von Rapunzel. Also was richtig Gesundes und Feines. Ich mag das Design auch wirklich sehr gerne, muss ich sagen. Dann haben wir die Hanfbonbons. Auf die bin ich ganz besonders gespannt. Ich bin kein Bonbon-Fan. Aber dieses, ja, ich hoffe, das schmeckt wirklich so geil nach Hanf. Aber das steht Mango. Ja, berauschender Mango. Mal gucken, ob das geil wird. Und zu guter Letzt Bio-Zisch Hanf. Natürlich die beiden Getränke kalt, den Tee machen wir jetzt und ja, lass uns mal anfangen zu testen. So, meine Lieben, ja, heute das große Hanfprodukttest bei Einfach Jannis. Ich habe leider etwas Trauriges zu sagen, das Video hat nicht aufgenommen, während ich alles getestet habe. Ich habe alles so schön analysiert, so schön beschrieben, aber mein fucking Handy, sorry dafür, hat nur das Ende aufgenommen. Ich weiß nicht warum und weshalb. Es ist sehr komisch. Ihr seht schon die Platzierungsreihe auf jeden Fall. Also der Tee hat für mich definitiv gewonnen. Es hat ja, also es hat kein THC oder sonstiges. Es ist nur, wirklich nur Nutzhanf. Es schmeckt super lecker. Und der Tipp mit der Milch, der da unten drauf steht, astrein. Also es schmeckt richtig geil, grün, erfrischend. Und mit diesem Milch da drin, dann macht es alles so, ach, keine Ahnung, so schön winterlich. Ich finde das geil. Noch einen Schluck. Also wirklich richtig geiles Zeug. Dann haben wir hier die Bio-Zisch. Also alle die mal gerne was Neues ausprobieren wollen, also anstatt irgendwie Cola, Fanta, Sprite, die können hier zugreifen. 5,2 Gramm Zucker. Super lecker auch. Ein Abgang leicht grasig. Könnte mehr sein für meinen Geschmack, deswegen auch nur auf Platz 2, sonst hätte es locker das überschritten. Obwohl das Ding hat einfach auch gar keinen Zucker, deswegen finde ich es auch schon geil. Es schmeckt ohne Zucker so lecker. Und das hier ist auf jeden Fall trotzdem eine geile Alternative, wenn man irgendwie mal irgendwo hinfahren will und möchte ein bisschen Spaß haben. Es kommt auf jeden Fall auch gut an, so ich glaube als Partygag, wenn man sich davon so ein paar Sixpacks in den Kühlschrank stellt. Geile Sache. Also, es schmeckt zitronig. Es hat Rohrzucker, ist komplett bio. Und ich habe es im Dengel gekauft, komplett vegan. Ist ein Top-Produkt. Dann haben wir hier zwei Riegel. Ups, dann haben wir hier den High Five, also der Name alleine High Five finde ich schon so geil, dass der eigentlich ja, für mich in den Einkaufswagen landen musste. Vom Geschmack her, auf jeden Fall eine geile Sache. Hat ein bisschen viel Zucker, 60 Gramm Zucker waren es glaube ich. Ich habe aber den Schnitzel verloren. Ich finde es auch süß, dass sie so klein sind. Es hat diesen grasigen Unterton. Überzeugend, auf jeden Fall. Also diese Kombination Schokolade und Gras passt sowieso mega geil. Und der hier kommt direkt dahinter. Der Protein-Hanfriegel. Also das Einzige, was ich in diesem Riegel nicht mag, ist die Konsistenz. Ich kann leider auch nicht mehr sagen, wie viel Zucker der hat, weil ich den schon aufgemacht hatte und ja, wie gesagt, ich habe den Schnitzel schon verloren. Das Handy ist einfach, hat es nicht aufgenommen. Fucking scheiß Handy. Entschuldigung nochmal dafür. Ja, es ist mir zu Gelee, so glibberigartig. Ich mag das nicht, wenn das so ist. Also dieses Boah, ohne irgendwie. Keine Ahnung, ich finde, es ist lecker. Keine Frage. Ich will mir das zum Tracking irgendwie in den Rucksack passen. Oh, ich schwitze, mir ist richtig warm. Ich habe mich so aufgeregt gerade. Man hilft auch am Tee. Ja, Heizung ist auch aufgedreht, ne? Dann haben wir hier die Bonbons, die absolut gefloppt haben, meiner Meinung nach. Das Design hat voll überzeugt. Schmecken nur nach Mango. Sehr süß. Also wirklich, also für mich keine Alternative. Ich glaube auch, dass die nicht aufgegessen werden hier in diesem Haushalt. Also wirklich, schmecken nur nach Mango, kein bisschen nach Gas. Dann haben wir das Bier. Von Oettinger, ein Hanfkissbier, relax, take it easy. Ja, Zucker und Grüntee-Destillat und ein bisschen Hanfsamen sind da drin. 2,5%.
es schmeckt nach Alster. Es riecht muffig nach Alster, aber es schmeckt nicht lecker nach Alster. So im Abgang hat man so dieses Gefühl, dass man Gras im Mund hat. Aber auch wirklich nur so 0,01% viel. Gar nicht überzeugend, nein. Also für mich kein Produkt, was ich jemals in meinem Leben nochmal kaufen werde. Aber jeder muss seine eigene Meinung bilden. Ich will hier kein Produkt schlecht reden. Es ist mein Geschmack und nur der zählt hier in diesem Video. Wenn ihr andere Erfahrungen macht, dann schreibt es mir, kommentiert. Wenn ihr irgendwelche Produkte empfehlen wollt, könnt ihr auf Instagram Jostaujanis mich anschreiben, mir was schicken, verlinken. Bin ich euch sehr dankbar. Ich würde euch natürlich auch dann ein bisschen zurückpushen und euch erwähnen. Liebe Grüße gehen an den Biersüffler raus. Der hat das auch übrigens getestet. Der Biersüffler testet Biere. Checkt den mal ab. Ich packe seinen Link. Ich suche das mal raus. Ich packe das Video vom Handkiss mit rein. Und ja, er hat es auch nicht so überzeugend gefunden. Aber ihr könnt ja mal seine Meinung angucken. Für mich Nummer 1 der Tee. Und ja, scheiß Video geworden, gefällt mir gar nicht selber, muss ich sagen. Ich habe alles so schön vorbereitet und ja, mein fucking Handy, entschuldigung nochmal dafür, hat es nicht richtig aufgenommen, was soll ich machen? Alles umsonst gewesen.